wurde im Jahre 1963 in einem kleinen Dorf in Kroatien namens Martinez geboren und wuchs mit Großeltern auf. Dann habe ich die Schule für die angewandte Kunstrichtung Malerei beendet. Das war eben in Zagreb. Ich hatte immer wieder direkte oder indirekte Kontakte zur Schweiz, weil meine Mutter etwa 24 Jahre lang in der Schweiz gearbeitet hat. Schon als Kind war ich ziemlich anders als viele andere Mitmenschen im kleinen Dorf. Ich sah auch optisch anders aus. Deswegen haben mich auch manche mit dem Finger gezeigt. Irgendwann, als ich Sekundarschule besuchte, haben meine Lehrerinnen meine besonderen Talente, was die Kreativität oder die Kunst anbelangt, entdeckt und mir geholfen, meinen eigenen Weg zu finden. Meine Großmutter, sie war diejenige, die immer meine Zeichnungen oder Malereien oder anschauen durfte und das kritisieren. Oder ich las ihr meine schrägen Gedichte vor und so weiter, dass sie eine ganz einfache Bäuerin ist, die apropos immer noch lebt. Natürlich meinte sie, naja, Vlado, du weißt es, ich verstehe kein Wort, was du da meinst, aber irgendwie klingt das schon interessant oder das ist schön bunt, weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist schön bunt eben. In einem kleinen Dorf kann man sich als Künstler gar nicht entwickeln, aber das war immer so eine ruhige Oase, wohin ein Künstler, der Experimente liebt, immer zurückkehrt und eine bestimmte Ruhe findet. Ich habe nach der Ausbildung 7 Jahre lang in Zagreb gelebt. Das war natürlich sehr wichtig für mich. Also nach der Ausbildung habe ich zuerst mal als Schriftenmaler gearbeitet und dann eine kurze Zeit an der Kroatischen Akademie für Kunst und Wissenschaft, Anstalt für die Restaurierung, und dann auch bei einem Bildhauer in seinem Atelier habe ich auch ein Jahr lang gearbeitet. Das hat mir dann sehr geholfen, um mich dann endlich für diesen Weg zu entscheiden. 1989 habe ich mich entschlossen, nach Schweiz auszuwandern. Eben gut dabei war, dass meine Mutter dort gelebt hat und ich musste nicht von vorne vielleicht wieder mal unter den Brücken oder auf den Bänken in den Parks übernachten. Aber das war natürlich eine brutal schwierige Zeit, weil zuerst, das war ein Kulturschock für mich und dann, ich habe nicht die Sprache gesprochen. Also in der Schule habe ich viele Jahre nur Französisch gelernt. Deutsch konnte ich gar nicht sprechen, ein paar Worte Englisch. Und ich als sehr offener, kommunikativer Mensch stehe ich da, kann nicht sprechen. Das war doch schrecklich. Da war ich aber eine gute Zeit lang in Oxford, weil ich habe dort meine Halbschwester besucht und das waren so Weihnachtszeiten, gute Stimmung, wieder in einem kleinen Dorf. Und da habe ich mich wieder geöffnet und Englisch ist halt überall präsent und so habe ich mich getraut, Englisch zu sprechen. Als ich nach einem Monat zurückkehrte nach Schweiz, da habe ich schon Englisch gesprochen quasi. Und weil ich halt als Ire manchmal aussehe, wenn ich mich nicht tarne, dann waren plötzlich die Türen wieder
relativ offen. Da habe ich junge Leute schnell kennengelernt. Ich wurde überall eingeladen. Und ja, ich war der Erste vielleicht, der ihnen gesagt hat, ja, ich komme aus Kroatien und nicht aus Jugoslawien. Das machte mich auch irgendwie ja, komisch, was soll das jetzt? Nach Liechtenstein bin ich so gekommen, weil meine heute leider ehemalige Gattin eine echte Liechtensteinerin ist und ich bin so eingekaufter mittlerweile. Und wir haben uns 1993 entschlossen, nach Liechtenstein zu kommen. Als ich hier gekommen bin, das war für mich wirklich eine gewisse Ordnung, die wir hier haben, und gewisse Ruhe. Das war etwas, was für mich sehr wichtig war, weil ich viele Erfahrungen gesammelt habe. Manche Erfahrungen waren so laut und bunt und ich habe eben gerade gebraucht eine Ruhe, eine gewisse Ordnung, so dass ich mich besser konzentrieren kann an mein Schaffen. Und das war am Anfang eben sehr gut und dann mit der Zeit aber natürlich diese Kleinigkeit und man hat tatsächlich einen Berg vor der Nase und einen hinter und ja, da fehlen die Horizonte. Das ist dann mit der Zeit beängstigend, aber ich hatte dieses große Glück, dass ich viel gereist habe und somit bin ich dann ausgeglichen, was das anbelangt. Ein normaler Tag in meinem Leben ist voll vom kreativen Chaos. Ich arbeite auch, ich verdiene mein Brot eigentlich so, dass ich in Aufsicht im Landesmuseum bin. Ja, das ist so eine gewisse Sicherheit. Und in letzter Zeit tue ich alles andere, aber ich widme mich nicht meiner Malerei wie soll ich das sagen, ich arbeite mehr als an irgendwelche Promotions oder Selbstpromotions oder was weiß ich was. Und dann, ich schreibe noch dazu, dann manche Dinge, also manchmal ist mir einfacher auch schnell etwas schreiben. Ich habe das Gefühl, ich tue etwas, ich sitze nicht umsonst und das kann man leichter malen. Das sind schon so Prozesse, also man braucht Zeit, Zeiträume. Man kann nicht im Rennen irgendwie ein wenig pinseln. Man kann schon, aber das ist nicht, was mich jetzt sehr bewegt und so funktioniere ich eben nicht. Gestern habe ich gerade auch ein Buch aus Kroatien bekommen. In dieser Sammlung war auch mein Gedicht veröffentlicht. Ich wurde eigentlich auch als Poet letztes Jahr preisgekrönt in Kroatien. Ich habe den ersten Preis gewonnen an einem in Kroatien relativ bedeutenden Wettbewerb. Also, solange ich male, solange schreibe ich auch. Meine Gedichte wurden in verschiedenen Anthologien oder in Zeitschriften veröffentlicht, auf Kroatisch, Deutsch und Englisch. Ich habe so viel geschrieben und irgendwann möchte ich auch mich isolieren und all das durchchecken und bearbeiten und für das Publizieren vorbereiten. Aber eben, das sind so andere Parameter. Da muss man wirklich sitzen, sich eben, wie schon gesagt, isolieren. Ja, und irgendwie ordnen. Und das schaffe ich nicht. Ich bin halt eher ein Chaote halt. Ich finde es schade, weil in all dem, was ich bis jetzt geschrieben habe, sind sicher auch sehr gute Texte. Ich schreibe schon lange direkt auf Deutsch. Die lasse ich natürlich dann noch checken, korrigieren, klaro.
aber ich bin mir bewusst, dass ich deutsche Sprache relativ mächtig bin. Und ich arbeite mit der Sprache natürlich ganz anders als die deutschsprachige. Und das sind ganz viele Möglichkeiten fürs Experimentieren, wenn man die Sprache spürt und fühlt. Und das tue ich. Ja, ich habe mich nie gefragt, wie man sie verstehen kann, aber wenn Sie das jetzt so sagen, es ist halt die schon ziemlich persönlich. Es gibt sicher Vor- und Nachteile von solchen Selbstdarstellungen. Ich meine, ein ganzes Leben ist ein Risiko, oder? Sagt man schön. Vor allem, wenn man sich selber promotet. Am liebsten möchte ich das nicht mehr tun, aber ich habe niemanden gefunden, der das besser als ich mache. Sorry. Wobei, also, aber dort promote ich auch andere Projekte oder Persönlichkeiten, die ich sehr, sehr schätze, mit denen ich in verschiedenster Art und Weise im Kontakt bin. Das sind Künstlerkollegen, Kolleginnen, das sind Humanisten, das sind internationale, also Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen oder Ländern. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Also, ja. Das sind die schwerste Fragen immer. Natürlich, die Menschen selbst, ich habe ganz viele gute Menschen hier kennengelernt und natürlich auch andere, das ist halt so. Mir gefällt, ich habe mich daran gewöhnt, dass mir hier gefällt. Es gibt, diese Kleinigkeit hat einen gewissen Charme. Diese und solche Ordnung ist für mich okay. Eine gewisse Sicherheit natürlich im ökonomischen Sinne. Natürlich spielt eine Rolle, dass man sich wohlfühlt. Wir Kunstschaffende sind auch ziemlich gut unterstützt vom Staat. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Man kann dann eben anders die ganze Sache angehen, als wenn das nicht vorhanden ist. Aber es könnte sein, dass das nicht immer so sein wird. Also dann werden wir uns umdenken müssen. Und ich bin mittlerweile hier wirklich zu Hause. Ich fühle mich halt so, was kann ich dafür, wenn das vielleicht jemanden wundert oder so. Natürlich, wenn ich aber in Kroatien bin, da schlägt mein Herz anders. Vor allem in dieser Gegend, wo ich aufgewachsen bin, da kenne ich jeden und jeder meint mich zu kennen. Dann werde ich überall eingeladen und ja, es ist ganz toll und das schätze ich natürlich sehr. Was mir fehlt, ja, da fehlen mir vielleicht schon ein paar gute Freunde, mit denen ich mich so austauschen möchte, dass wir uns dabei in die Augen schauen. Es fehlt mir teilweise wunderbare Natur. Es gibt wunderschöne Orte, es gibt eben vieles, was hier nicht gibt. Aber man muss sich irgendwann entscheiden, man kann nicht alles haben. Das alles, was ich habe, ist eben hier. Das, was ich bin, ist großteils dort oder sonst irgendwo im Universum. So, ich möchte gar nichts, oder ich kann nicht mehr so sehr sentimental sein. Das habe ich irgendwie verlernt. Das stört mir auch manchmal bei mir.
Ich möchte es nicht vermissen. Also ich versuche immer, wo ich mich befinde, mich dort wohl in diesem Moment zu fühlen. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil sonst macht man sich wirklich fertig. Man kann einfach nicht gleichzeitig, wenn man, was weiß ich, auf wie viele Orte sich befinden, und ich habe das irgendwie bis jetzt relativ gut gemeistert. Ich habe ein Event, das ist so etwas anderes, so etwas habe ich noch nie hier vorbereitet. Nach 16 Jahren, solange ich hier im Lande bin, möchte ich für meine bisherigen Gönner, Sponsoren, Unterstützer und Kunden etwas machen, also in erster Linie für sie, mich an diese Art und Weise zu bedanken, weil ohne sie hätte ich natürlich keine Chance, mein Ding einigermaßen zu entwickeln und ein Fundament zu schaffen, auf dem ich eventuell was weiter aufbauen kann. Und ich werde natürlich nie aufgeben, daran zu arbeiten, das verspreche ich euch. Das wird eben am 19. stattfinden im Verein Alte Weberei in Triesen. Das ist so etwas wie eine geschlossene Angelegenheit, und ich bitte sehr, weil ich eben Chaos lebe, vielleicht habe ich jemanden vergessen einzuladen. Also wenn diejenigen mich hören oder sehen und keine Einladung bekommen habe, also ich erwarte sie alle in dem Fall, und alle sind dann willkommen. Am nächsten Tag, am Sonntag, den 20. Dezember, ist für jeden Mann offen. Alle können mich besuchen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Nachmittag. Ja. Das ist, was ich jetzt im Sinn habe zu organisieren und was in Vorbereitung ist. Ich wurde eingeladen aus Ausland nächstes Jahr an verschiedenen Ausstellungen teilzunehmen, aber zurzeit ist darüber kann ich nichts genau berichten.